Wie lang ist der Schweif eines Kometen? Sind wir wirklich aus Sternenstaub gemacht? Und wann geht eigentlich die Sonne aus? Die Antworten auf diese und noch viele weitere astronomische Fragen erhielten die Besucher der Vortragsreihe Universum für alle, halbe Heidelberger Sternstunden, die anlässlich des 625-jährigen Universitätsjubiläums in Heidelberg lief. Jetzt ist daraus ein Buch entstanden und wir haben schon einmal darin geblättert. Die gigantischen Weiten des Kosmos bergen eine Menge Geheimnisse. Wer sich schon immer gefragt hat, ob es auch anderswo im Weltall Leben gibt, für den ist dieses Buch genau richtig. Knapp 450 Seiten dick, ein gutes Kilogramm schwer und rund 500 Farbabbildungen. Das sind die stattlichen Maße des fast quadratischen Lesewerkes. Es verspricht, Antworten zu geben auf 70 spannende Fragen rund ums Universum. Vom Urknall und der Geburt der Sonne über Teleskope und die Farben der Sterne bis hin zu schwarzen Löchern und der Frage nach Leben auf dem Mars. Hervorgegangen war es aus der astronomischen Mittagspause, einer Vortragsreihe, in der 36 Dozenten an 70 Tagen Kurzvorträge hielten. Professor Joachim Bamsgans vom Zentrum für Astronomie der Uni Heidelberg war einer dieser Dozenten und gleichzeitig Organisator der Veranstaltung. Als Vortragsort wählte er eine Kirche. Nur auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Kulisse für physikalische Vorträge, oder? Die Theologen und die Astronomen, die haben ja einen ähnlichen Themenbereich. Die beschäftigen sich beide mit dem Himmel. Aber um es ja ein bisschen irdischer zu machen, ich habe nach einem Vortragsraum gesucht, der während der Semesterzeit verfügbar ist. Das sind Hörsäle, Seminarräume natürlich oft belegt. Aber auch vor allem ein Raum, der für die Öffentlichkeit leicht erreichbar ist, sowohl eben mit den Füßen erreichbar, als auch, dass er nicht irgendwie abschreckend wirkt. Und dann haben wir gedacht, naja gut, unter der Woche zur Mittagszeit Kirche. Warum nicht Kirche? Ist doch ein guter Ort. Nachträglich habe ich erst herausgefunden, dass die Peterskirche tatsächlich auch die Universitätskirche ist. Und von daher passt es ja dann wunderbar zusammen. Universum für alle und das innerhalb von nur 15 Minuten. Der zeitliche Rahmen war eng gesteckt für jeden Vortragenden und bedeutete Aufgabe und Herausforderung zugleich. Eine weitere Viertelstunde blieb für Fragen aus dem bunt gemischten Publikum. Von Schüler bis Rentner war hier alles vertreten. Die Kirchenbänke prall gefüllt. Ein voller Erfolg, auf den die Idee, ein Buch daraus zu gestalten, nur ein logischer Folgeschritt war. Kurzweilig sollte es sein, unterhaltsam und leicht verständlich. Eben ein Lesestoff für jedermann. Es ist tatsächlich so, dass man nette, kleine Fragestellungen kompakt beantwortet kriegt. Ich habe für mich gedacht, ich möchte gerne ein Buch machen, wie ich es gern lesen würde. Wenn ich ein Buch über Geschichte oder über Musik oder über Philosophie in die Hand nehme, dann sind viele Bücher für mich zu detailliert und zu umfangreich und auch manchmal zu trocken. Ich wollte es bunt, ich wollte es kompakt, ich wollte es unterhaltsam machen. Und so haben wir uns bemüht, in diesem Buch diese Fragen, diese Themen auf diese Art darzustellen. Seit September ist es dank vielseitiger Unterstützung, wie etwa durch die Klaus-Tschirra-Stiftung, aber auch mit Hilfe der Mitarbeit von vielen Dozenten und dem herausgebenden Verlag, auf dem Markt erhältlich. Neben vielen Bildern der Europäischen Südsternwarte und der Europäischen Weltraumorganisation ESO bzw. ESA hat das Buch noch einige weitere Besonderheiten zu bieten. Einerseits finde ich tatsächlich diese Darstellung ein Thema auf 6 Seiten, bunt bebildert. Ich habe vor allem den Charakter des Vortrags auch mit transportieren wollen. Wir haben alle Autoren mit Fotografien abgebildet, aber nicht irgendwie vom Fotostudio, sondern live aus dem Video. Und vielleicht das noch ganz Besondere, dass wir diese QR-Codes anbieten, sodass jeder, der ein Smartphone hat, mit dem den Barcode einlesen kann und sofort das Video, was auf den YouTube-Seiten von Spektrum der Wissenschaft zu sehen ist, dann auf dem Handy sehen kann. Und die erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit sie im Netz sind, wurden sie zahlreich angeklickt, manche Videos bis zu 12.000 Mal. Eine Frage hätten wir aber gern doch schon vorab beantwortet. Herr Professor Bamsgans, wie lange scheint denn die Sonne noch? Die Sonne ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Und ist ungefähr in ihrer mittleren Lebensphase. Sie wird noch etwa 5 Milliarden Jahre scheinen, von daher brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Mir wurde diese Frage mal gestellt, als ich mit Freunden in der Pfalz ein Glas Wein getrunken habe. Am Nachbartisch haben ein paar Leute Karten gespielt und ich habe genau diese Antwort gegeben, noch etwa 5 Milliarden Jahre. Daraufhin hat einer der Kartenspieler sich umgedreht und hat gesagt, Herr Professor, habe ich das richtig verstanden? In 5 Millionen Jahren hört die Sonne auf zu scheinen.
Dann habe ich gesagt, nein, nein, in 5 Milliarden Jahren. Worauf er sich zurückdrehte und sagte, ach so, und weitergespielt hat. Na, da können wir uns ja noch mal beruhigt zurücklehnen. Und wer weitere Antworten auf spannende und durchaus auch mal amüsante astronomische Fragen sucht, der findet sie vielleicht beim Blättern durchs Universum für alle.